Hallo und herzlich willkommen hier auf der Die Alpen Map. Wir gucken uns heute das Uxbow Pack an, das DLC. Wir gehen gleich mal hier rein. Es gibt ja noch das andere DLC hier mit dem anderen Röder für Traubentechnik. Aber jetzt kommen wir hier zum neuen. Der sieht ein bisschen kleiner aus, ne? So, also, das ist der neue. Man kann hier den normalen machen mit dem Tank. Dann gibt es hier den Überlade-Ding, wo, glaube ich, mit dem Röhr. Das gucken wir uns, glaube ich, so an hier, ne? Ich habe leider hier keine Dings hier. Trauben. Aber wir gucken uns einfach mal an, was er macht, ne? Ja, auspacken natürlich, ne? Wir drücken mal O. F1 drücken. So. Okay, wir gucken mal. Man kann das Rohr bewegen. Nach oben, nach unten. Und jetzt ist meine Mausmatte dreckig. Man kann hier... Ja, warte. Warte, 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 warte. Hier, ne, oben, runter. Ja, ist nur noch hier so, ne? Da kann man dann überladen. Ja, okay. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann man so machen, ne? Fahren. Wir müssen fahren. So, wir müssen da auch reinsitzen hier, ne? Und der hat jetzt das in der Mitte, ne? Man sitzt hier oben und nicht wie beim anderen versetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann man hier schön durchfahren. Es gibt hier unten eine Kamera hier unten. Weiß ich, habe ich den Mond noch drin hier mit dem Zoomen? Nee, hä? Scheiße. Nicht schlecht. Wir müssen mal starten hier. Er macht das gleiche wie die anderen natürlich, ne? Okay. Fährt zu schnell, ja. Und sonst 32. Finde ich jetzt nicht schlecht. Finde ich ein gutes Teil. Muss man mal direkt testen dann, ne? Aber ich habe hier gerade keine Trauben. Das heißt, der muss noch warten. Oder du guckst selber und holst dir das DLC. Kostet noch 4,99 und am 18. oder ab dem 18. ist es dann 5,99. So, wir gehen weiter. Was gibt's denn noch? Es gibt einen selbstfahrenden Gulliwagen. Hier gibt es ja nichts, ne? Das ist hier Oliven haben wir nicht viel, ne? Vielleicht kommen ja dann im nächsten Alice noch hier Apfelernter rein, ne? Das wäre ja auch nicht schlecht. So, wir haben den Gule-Ernter, Fahrer. Den hatten wir ja schon. Hier, diesen hier. Den hatten wir schon. Und jetzt haben wir den gekriegt. Und den größeren. 400 PS. 16 bis 18. Dann kann man die hier was konfigurieren. Ah, okay. Der Muststreuer. Der ist gleich hier drin, okay. Das ist hier nicht schlecht. Steht aber nicht, oder? Demonas. Okay. Wir nehmen doch einfach den Miststreuer, den anderen kennen wir theoretisch schon, oder? Ja, ich will prüfen. Wir sitzen mal rein. Okay. Mal reinsitzen, ja. Blinker wie immer gucken. Also der, ne? Der bewegt sich. Wir haben immer noch kein Display da. Rückspiegel sind eigentlich auch okay. Jetzt müssen wir noch gucken. Es sieht ja aus wie ein LKW, ja? So, wir müssten ja hier mal F1 drücken. Ja, man kann doppelte Menge X drücken. Mal gucken. Ah, okay. Ja, ich weiß, ich muss das befüllen. Wir können ja hier, ich habe ja da sowas extra für das hier. Boah, was ist das drin hier? Ich habe da mal so ein Ding gehabt hier. Ich habe so viele Sachen hier, ne? Nein, das stimmt doch gar nicht. Das muss doch hier irgendwo sein, ne? Bei Produktion? Oder wo waren das jetzt? Ich habe es eben nicht mehr gebraucht. Na, nicht. Silke weiter. Ein Container, richtig. Container. Oh je. Yeah. Der muss... Ah, nee, warte mal, wir können ja auch den nehmen. Der hier.
Wir können... Oh, scheiße. Verdammt. Ja, ich hab's... Ach nee, so... Ist alles ein bisschen woanders hier. Wo haben wir denn? Scheiße. Ah, hier sind wir. Hier, dann dürfen wir das. Das haben wir eben hier hin, ne? Haben wir das extra hier so bloß schon? Ne? Container. Baller mal hier hin. Gehen wir mal befüllen. Weil der ist, kann eigentlich fast alles laden. Standardmäßiges. Und für Testsachen ist der immer gut. Wir befüllen den. Okay. Und dann gehen wir einfach irgendwo hin. Ja, wir können ja auch hier ein bisschen spritzen hier. Ja. Und von innen, na, rundum lichten, ne? Ja, gut. Der hat eine Anhängerkupplung hinten. Warte mal, ich mach mal Licht, da sieht man es besser. Der hat eine Anhängerkupplung. Warte mal, ich habe eine Idee hier. Ich habe eine Idee. Ich probiere jetzt was. Warte mal, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich geht's eh nicht. Ist nur so ein Gedanke gewesen, ne? Aber ich glaube nicht, dass so einer zum Beispiel Mist transportieren kann. Ne, ist nicht, ne? Hinten ist sowieso nur, hier. Der hätte Silage. Mist. Ist das Mist hier? Probieren geht über Studieren. So wie immer. Ich weiß, ich kaufe ja schon. So, wir probieren mal den an. Aber ich glaube nicht, dass er keine Zopfwelle hier. Siehst du? Ah, das geht doch. Aber er ist hier nicht ganz wendig hier, ne? Das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne, eigentlich wollte ich ja probieren mit dem Miststreuer. Aber das kannst du auch knicken, weil der Deichsel auch übelst Ding ist. Ich meine, ist jetzt nur so, was, so ein bisschen so unrealistisches Testen. Der würde eigentlich, ne, siehst du, geht auch, würde auch nicht gehen. Aber man könnte, es würde so, also, ne, du weißt, was ich meine. Die Idee wäre ja gewesen, dass man mit dem Fahrzeug, mit dem Hänger, aber du kannst es ja gut, du könntest es am Boden kippen. Da müsste man aber, oh ja, es fällt mir schon wieder was ein. Stimmt ja. Hier, du weißt, was ich meine, ne? Oh, scheiße. Welcher hat einen größeren Deichsel, der oder der? Der ist ein bisschen zu groß, ne? Kleinerer wäre, und da sind beide gleich groß. Nehmen wir den hier. Ist der andere ein Mod? DLC von Platinum. Von Platinum. Weißt du, ach du Scheiße, das sieht immer so. Gab es ja auch früher, ne? Die ersten Traktoren hatten auch vorne ein Ding. Also das geht. Dann könnte man nämlich hier hinten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn du noch auch ein bisschen Zeit mitbringst, können wir hier noch was testen? Das habe ich gemacht. Oder wir könnten sogar einen Radlader draufballern hier. Wir müssen ja keine Schaufel haben. Kannst du auch rausmachen hier, ne? Muss ja nicht unbedingt hier, ne? Er hat ja genug PS. Man könnte ja jetzt hier den Radlader draufballern. Der ist zwar ein bisschen zu groß, aber ist ja jetzt nur zum Beispiel. Da bräuchtest du nur noch... Nee, eigentlich nicht. Wenn du vorher den Mist auf, auf das Feld gemacht hast, könntest du... Oh, Scheibkleister, das passt. Nee, ich doch, das passt. So. Er ist zu groß, ne? So, oh, Scheibenkleister. Wenn man richtig drauf fahren würde, würde es gehen. Also man könnte dann... Ja, der ist viel zu... mit der Schaufel dann, ne, aufs Feld fahren. Oder Wiese oder so. Und dann kannst du dann den befüllen. Hinten hast du einen Hänger. Finde ich eine geile Sache. Finde ich eine gute Sache. Es müsste aber hier noch was geben. Also hier, ne? Ist auch schade, dass wir hier nicht nur den haben. Was war denn noch? Das war, glaube ich, die alle. Die alle, ja, genau. Du mich auch, die alle. Eine Wenn. Nee, nicht ein Wender, sondern ein Wandler. Ein Wader. Nee, doch der hier, der Oxidentian. Hier. Ein Bandschwander worden, ne? Jetzt müssen wir noch einen Träger kaufen, da schnell, dass wir das ein bisschen anhängen können.
Wir nehmen hier einen Black Bluty, ne? Machen wir ein bisschen PS, dass er hier nicht ganz hier sich in die Klöten hängt. Jetzt haben wir kein Geld mehr, macht nichts. Das holen wir uns wieder. So. Na, wir haben das Geld wieder drin. So schnell geht das. Ja, zum Testen ist das immer gut, ne? So. Die Breite haben wir jetzt nicht geguckt, ne? Scheiße. Wie kann man nur die Breite vergessen? Wir müssen ja gucken, wie breit er ist. Der hat eine Breite von 12 Metern, 14, ja gut, er ist größer, breiter als der hier, ne? Der hat 8 Meter, der hat 12 Meter. Pack mal aus hier. Wir gehen mal gucken, gucken, Fahrtrichtung wechseln. Arbeitsmodus wechseln. Rechts, links, rechts, links. Achso, okay. Mitte nicht, ne? Wir lassen mal runter. Okay. Das sieht immer so aus wie so ein Schneepflug, was? Ja, gut. Wir haben jetzt aber auch keine Wiese hier, ne? Warte mal. Der hat doch hier... Nein, du sollst doch hier den laufen lassen. Ich will mal gucken. Also der geht jetzt hier nach links, gell? Ob die, ja, da. Und wenn ich den ändere, dann müsste er ja dann umschalten, wenn es funktioniert sogar. Ja, nicht schlecht. Ja. Er kommt dann auch immer darauf an, wie gut dass er sich am Boden anpasst, ne? Aber ansonsten, kann man den schon verwenden, ne? Ich glaube, warte mal, wir müssen nochmal gucken, wenn wir jetzt hier den einschalten, wie schnell der sicher nicht 63. 20, ne? 20. Okay. Also mit dem kannst du im Arbeitsbetrieb 20. Glaube ich, steht sogar. Arbeitsbetrieb. Betrieb 19 km/h. Gut. Ja, gut. 150. Braucht aber schon ein bisschen PS, ne? Ja gut, die anderen sind klar, ne? Da haben wir ja noch den Klaas. Den habe ich aber auch noch nie richtig. Wann kam denn der hier? Ich habe immer den benutzt. Ich weiß gar nicht, wann der kam. Wann kam denn der? Das ist der Kleine. Der hat 15 Meter, 15 Stundenkilometer, 15. Die meisten fahren 15. Der ist auch ein Bandrechen, fährt 18. Also Band ist doch ein Bandrechen, oder? Ja. Und der hier ist 17. Ja gut, das ist jetzt nicht so, ne? So, ich glaube, wir haben alles. Also jetzt den Gulliwagen nicht, ne? Aber das ist ja jetzt... Ist er der gleiche? Also, ich glaube, da hat sich jetzt auch nichts geändert. Wir können aber gerne mal reingucken. Bist du zugeklippt hier, oder? Ja, ich muss mal aus dem Weg fahren. Das waren ja die beiden hier, ne? Mit dem Gulli. Ich fahre ja eigentlich eher Güllewagen, aber... Dann haben wir ja den Großen hier, aber der ist... du kannst hier... Oh, kannst... Ach so. Was haben wir denn jetzt hier gehabt? Den Kleinen? Also es gibt zwei verschiedene, ganz verschiedene. Also ganz verschieden nicht jetzt, aber... man kann hier auch müssten, ne? Aber vom Prinzip her, der hat auch einen Deichsel. Und hier da nur hinten, ne? Drei Punkt. Mehr da nicht. Und der hat ja auch hier, ne? Ne. Aber gibt es denn hier... Nee, das war hier, ne? Combinations. Es gibt nur die hier. 18 breit und 6 Meter. Der eine ist grob. Das ist nur der Gulli. Der ist auch. Ich habe gedacht, es gäbe noch ein Ding. Das ist der hier. Zum Grubbern. Ne, Tiefen. Wie heißt das? Tiefenbearbeitung. Tiefenbearbeitung. Und nicht, dass wieder alle konnten. Die hätte keine Ahnung. Hör auf damit. Ja. Ne, der ist einfach größer. Er ist viel größer. Aber anscheinend soll man mit dem auch Schlauchsystem machen können.
Hab ich gesehen. Bei den Bildern. Der Kabine bewegt sich auch, ne? Ja, das ist halt einfach ein Riesenteil hier, ne? Aber ich glaube nicht, das wäre ja noch geil, wenn man jetzt die Schläuche, muss mal gucken. Die Schläuche kann man nicht runternehmen, ne? Ganz neu in Fußzeugernische Deugen. Ja, das ist halt, ne? Mehr kann man nicht, ne? Also aber das Allgemeine halt, was man mit dem machen kann, ne? Ja gut. Licht, wir haben hinten schönes Licht. Und ja gut, er kommt eigentlich richtig gut ums Eck hier, ne? Ja, das war's eigentlich schon. Es waren nicht viele. Gut, was mir jetzt ganz gut gefällt, ist der Schwader und der Traubenernter. Der gefällt mir. Den muss ich mal testen, aber ich habe auf keiner Map, wo ich im Singleplayer spiele, Trauben. Schon lange nicht mehr gemacht. Muss ich unbedingt nachholen. Weil ich hätte ja hier die ganzen Sachen hier, ne? Weil der war auch nicht schlecht. Den benutze ich sonst ab und zu. Der ist auch in der Mitte, ne? Das war, glaube ich, nur der, wo nicht in der Mitte ist. Der ist ein bisschen schwieriger zu fahren. Aber der ist, aber ich glaube, der ist sogar schmaler, ne? Wenn ich das so angucke. Ist der, glaube ich, schmaler und der ist brighter. Ja, mal gucken, ob man da überhaupt durch die, ja, da muss man kommen. Man kommt schon durch die Reben durch, sonst würde ja das hier nicht funktionieren. Aber das müssen wir testen. Aber erstmal muss man das DLC holen, ne? Ist ja nicht so teuer, ne? Also, hol's dir und dann rein und gucken. Also, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye, bye.